Kreml beunruhigt zur Situation an der polnisch-weißrussischen Grenze. Der Kreml hofft, dass sich die Situation an der polnisch-weißrussischen Grenze nicht zu einer Gefahr für die Sicherheit Russlands entwickelt, kommentierte der Pressesekretär des russischen Präsidenten Dmitri Peskow am Dienstagvormittag. Moskau beobachte sehr verantwortungsbewusst die Arbeit der weißrussischen Spezialisten in dieser Angelegenheit. Präsident Putin telefonierte mit seinem weißrussischen Amtskollegen Lukaschenko und besprach die Situation an der Grenze. Beide Präsidenten berieten besonders den Fakt, dass Polen an seiner Grenze zum russisch-weißrussischen Staatenbund Truppen zusammenzieht. Am Montag wurde bekannt, dass sich eine Gruppe von Migranten aus dem Nahen Osten an der weißrussisch-polnischen Grenze versammelt hatte und versuchte, die Grenzanlagen zu überwinden. Die polnischen Organe informierten über eine geschätzte Zahl zwischen 3.000 bis 4.000 Personen. Polen kommentiert, dass das Zeltlager der Migranten auf weißrussischer Seite durch weißrussische Sicherheitskräfte bewacht wird. Am Dienstag soll es 309 Migranten gelungen sein, die Grenze Richtung Polen zu überwinden.